Dann habe ich gute Nachrichten. In diesem Zeitstrang hasse ich dich noch nicht. Im Gegenteil. Ach so, ja, dann. Ich finde das alles sehr aufregend. Zeitreisen, Fuel-Locks, Fallschirme. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen. Ja. Ich denke, was morgen noch alles passieren könnte. Ja, was könnte morgen noch alles passieren? Klingt für mich nach Abenteuer. Dann wasch dir mal die Ohren. Ja, das also für mich klingt das nicht nach Abenteuer. Wie könnt ihr es denn bis heute Abend nach Kuba schaffen? Ja, das wüsste ich auch gerne mal. Beispiel an diesem McChronicle. Der würde bestimmt niemals aufgeben. Ach, wirklich? Wie bitte? Das ist schon mal die Höhe. Ja, aber echt. Der soll sich wenn ein Beispiel an mir nehmen, dann nehme ich mal ihr Hand. Eines. Niemals tue. Dann ist das... Au. Au? Geben. Ja. Wen juckt es schon, dass Elysium jetzt Fuel-Lock verseucht ist? Oder dass wir alles verändert haben, was Deponia vor der Sprengung bewahrt hätte? Hauptsache ist, ich lebe noch. Genau, das ist die Hauptsache. Ich wollte Elysium, check. Die Welt retten, check. Na gut, sie war schon mal gerettet. Ja. Niemand kann mich zwingen, den ganzen Käse noch einmal durchzustehen. Alles, was ich tue, ja, ist diesen dämlichen Zeitloop zu durchbrechen. Genau, das muss ich tun. So lautet die Stickerei auf meinem Familienkissenbezug. Ja. Die richtige Einstellung, glaube ich. Glaubst du? Also, wo geht es nach Kuwak? Ach so, ja, das wird mir jetzt vielleicht mal rausfinden. Hier ein Grab. Hier liegt Rufus. Weltenretter, Spionage-Cowboy, Hinternmodel. Das ist ja unglaublich. Ja, aber wirklich. Ich hätte doch extra prüfen lassen, ob ich einen Namensvetter im Hintermodel-Business habe. Sonst hätte ich doch niemals die ganzen Flyer gedruckt. Ja. Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Es ist Kifke. Der Meißelmensch. Ach so. Ja, da wissen wir Bescheid. Prophet, was hast du uns zu sagen? Ah, da bist du ja wieder. Wieder? Es funktioniert nicht. Kennen wir uns? Ich dachte schon. Dachtest du? Ich kann mich sogar an Dinge erinnern, die noch gar nicht passiert sind. Ja. Dann funktioniert es vielleicht doch. Was funktioniert? Was? Das Prophetentum. Ich sehe Dinge voraus. Ach so. Und ich spreche mit unserem Schöpfer. Verlassen Sie umgehend das Clubgelände. Ja. Keine Sorge. Im Augenblick tue ich weder das eine noch das andere. Ach so, ja, da bin ich beruhigt. Blockade. Ich hänge beim 4-3-viertelten Gebot. 4-3-viertel? Wie viele Gebote gibt's denn da? Ist etwas länger geworden. Ach so. Platz auf dem Stein ist begrenzt. Ach so. Dazu kommen die hohen Lokalisierungskosten. Und trotzdem redest du und redest. Ja, aber echt, das geht gar nicht. Ursprünglich sollten es nur 3 Gebote werden. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlt noch ein guter Abschluss. Glück im Unglück. Du bist genau an der Stelle. Ja. Ich habe auf jeden Fall, Wie wär's mit, du sollst nicht langweilen deinen Nächsten? Genau. Ich weiß nicht. Manche Leute können das gar nicht beeinflussen. Nicht? Aus meiner Knettherapie zum Beispiel redet ganz häufig über Arbeitskollegen, die... Ach so. Hörst du mir überhaupt zu? Nein. Das Schwarze nicht. Und das Blaue? Naja. Du sollst nicht jenen, die beeinflussbaren schlichten Gemütes sind, dein Weltbild aufbauen. So sehe ich's auch. Genau das ist doch mein Plan. Ach so, da ist natürlich was dran. Das hast du recht. Du sollst großzügig Hammer und Meißel an Fremde verbauen. Ha. Ja. Guter Versuch. Guter Versuch? Wie wär's mit, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Ja. Das gefällt mir. Ach so. Prägnant. Und es hat dieses selbstironische Augenzwinkern, ja, das man sonst nur im Titel von Hip-Hop-Alben findet. Ach so. Und? Was sagst du? Perfekt. Ja, auf jeden Fall. Er sieht aus wie jemand, der unter einer Brücke pennt. Aber woher hat er dann die Gardinen? Ja, das wüsste ich auch gerne mal. Ja? Ja. Niemals sollst du Dinge
in Stein meißeln. Ja. Ja. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Der perfekte Abschluss der Reihe. Ich finde, er sollte noch so eines machen. Genau. Wirft es euch nicht so viele Fragen auf? Was ist beispielsweise aus diesen Nächsten geworden? Naja, die sind egal. Gebot auf und werden nie wieder erwähnt. Ja, sowas aber auch. Was ich mir gedacht hab. Vielleicht hättest du es nicht meißeln sollen. Ja, aber echt. Noch ein Gebot, um dich mit deiner Community wieder zu versöhnen. Aber echt, das ist furchtbar. Ja, da hast du versagt. Hast du sonst noch was zu sagen? Brauchst du für das letzte Gebot noch ein paar Vorschläge? Nein. Diesmal brauche ich eine echte Vision. Ach so. Die Gebotstafel ein für alle Mal abschließen. Und als dein Produzent sage ich dir, niemals ja? Dinge in Stein meißeln. Okay, wir kommen hier offenbar nicht weiter. Goal, hast du uns noch was zu sagen? Soweit das Auge reicht. Tja. Willkommen in meiner Welt. Genau. Hier, Schrottritter. Habt ihr mir noch irgendwas zu sagen? Ihr da. Wisst ihr, wo es nach Kuwak geht? Ja, das wüsste ich gerne mal. Kuwak. Ja. Südlich von Busa Westbock. Genau das. Nicht gerade nach dem Nabel der Welt. Nicht? Aber unnütz und voll ekliger Fussel. Ja. Wie auch immer. Ihr seid hier falsch. Ach so, sind wir das. Vier Tagesmärsche. Oh. Selbst mit einer Schrottkarre bräuchte man einen vollen Tag. Ich hab keinen vollen Tag. Dann vergiss es. Hier gibt es gar nichts. Nicht? Ein paar Stunden flussaufwärts kommt man nach Porta Rustica. Ach so. Wenn jemand mitnimmt, schaffst du es vielleicht. Bevor der Chronicle in Richtung Kuwak aufbricht. Aber natürlich. Ja. Hast du das gehört, Goal? Es gibt noch Hoffnung. Jetzt müssen wir nur noch der Chronicle finden. Und ja, wo ist der eigentlich? Kein Bootleid. Vielleicht findet ihr ja eines auf dem Jahrmarkt dahin. Naja. Was? Warum ist hier überhaupt ein Jahrmarkt? Ich glaube, ich habe Macronicle gerade gefunden. Oh. Der ist das also. Dann wollen wir doch mal. Guten Tag. Also erstmal möchte ich hier an die Klappe gehen. Steckplatz. Selbst als Löser. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Ja. Bowlingkugel-Poliermaschine. Und eine Bowlingkugel. Ja, das hat mich nicht wirklich weitergebracht. Sehr. Guten Tag. Verschwinde. Ich habe geschlossen. Moment Ach so. Mal, ich kenne dich. Du bist doch das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Genau. Ich dachte, hätte ich dich kaum erkannt. Du irrst dich. Ich war nie in Porta Fisco. Nicht? Und eine Glatze hatte ich auch nie. Ach so. Weil es noch nicht geschehen ist. Bis auf die Glatze. Du ja. Du dazu stehen. Aber wir werden uns noch mehrmals über den Weg. Ja. So weit ist es also gekommen. Jetzt kennt schon jeder dahergelaufene Hans Franz die Zukunft besser als ich. Ja, auf jeden Fall. Irgendwer hat mir meine Kristallkugel geklaut. Jetzt kann ich nicht mehr hell sehen. Nicht? Nicht mal ein kleines bisschen? Ich hätte da nämlich ein, zwei Fragen. Ja. Dann besorg mir eine neue Kugel. Ach, eine Kugel willst du? Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe ein Loch. Ach so. Weil meine Zukunft noch nicht geschrieben ist, nicht wahr? Nein, weil das eine verdammte Bowlingkugel. Ja, das könnte natürlich ein Grund sein. Dann brauche ich eine richtige Kugel. Eine, ja. In der man sich spiegeln kann. Ja, ich hätte sie ja gewaschen. Aber irgendwie bringt das nichts. Mal sehen, da haben wir einen Wurstbot. Hallo? Saftladen. Ja, aber echt. Sowas war auch. Einen Hau den Lukas haben wir hier. Das hat vielleicht Nerven, hier einfach so aufzukreuzen. Und dann nehmen wir einen Hammer und hauen da nochmal drauf. Naja, das war jetzt nicht so effizient.
Nach rechts können wir gehen. Nach links können wir gehen. Klappe! Drosselglied. Dann wollen wir das doch nochmal machen. Okay, da brauchen wir irgendwas anderes noch für. Können wir das Drosselglied hier an dem Wurstbot verwenden? Damit er mich noch langsamer bedient, vergiss es. Okay, dann nicht. Das Drosselglied hier dran. Das könnte diesem verdammten Lukas so passen. Oder hier? Dafür brauche ich nur meine Finger und meine Gesellschaft mit vollkommen akzeptierten Aggressionen gegen diesen vermaledeiten Lukas. Genau, das geht so gar nicht. Entchen. Du hast aber auch. Da kriegen wir vor allem nicht mal die Ente. Können wir das auslösen? Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Ja, was wohl. Naja, gehen wir erstmal hier hin. Wir wollen doch mal uns ein wenig vergnügen. Bei meinem Orientierungssinn stellt es ja wohl kaum eine Herausforderung dar. Ja. Selbst wenn ich den Eingang finden würde. Ja, natürlich. Das Spiegellabyrinth. Gehen wir mal dahin. Kaugummiautomat. Dafür benötigt man Kleingeld und Immunkräfte gegen 20 Jahre alte Keime. Ja, das stimmt wohl. Ein Zuckerherz. Können wir das klauen? Können wir offenbar. Der Typ soll sich mal nicht so anstellen. Oh. Ich dachte, das sei mein Spiegelbild. Aber an den Schlüssel kommen wir nicht einfach so dran, oder wie? So, haben wir den Tuschkasten, die Tür. Können wir da noch was machen? Die Tür ist fest verrummelt, ich meine verrammelt. Ach so. Wir brauchen irgendwie eine Angel, um an den Schlüssel zu kommen. Haben wir hier noch was? Magazin. Ausgabe der Herz. Erst kümmere ich mich um das Boot, dann um die Reiselektüre. Ja. Pimpi und Schnicksi. Hey, Bursche. Lust auf eine Spritztour im Boat of Love? Zufällig. Naja. Tatsächlich ein Boot. Ich muss noch vor Sonnenaufgang in Porta Rusca ja. sein. Die Liebe lässt sie nicht retten. Nicht? Die Tour ist nur für verliebte Pärchen. Easy feasy peasy, die. Ja. Ich bin mit meiner Freundin hier. Genau. Hätte nicht gedacht, dass du eine Freundin hast, so wie du rumläufst. Also, was soll das denn heißen? Darling. Meine Oma heißt Gundula. Das schreibt man mit U. Ja, ich auch nicht. Aber wenn es so ist, steck einfach ihr Foto in den Love-O-Mat. Wieso denn jetzt Foto? Du willst verliebt sein und hast nicht einmal ein Foto von ihr im Portemonnaie? Das ist ein... Naja... Ohne Foto, keine Tour. Also wirklich. Ich habe eine Katze gesehen, die war rot und braun und weiß. Du sagst es. Ja. Nicht traurig. Du findest auch noch... Ach so. Als Trost habe ich hier einen Bratwurstchip für dich. Oh, hallo. Verleihen das Boot nur an Verliebte. Tja. Tja. Klingt super. Aber sie wollen ein Beweisfoto. Das ist ja wohl das schwammigste Problem, das ich mir... Ja, also wirklich. Es geht gar nicht. Meinst du nicht, dass... Keine Sorge, ich meine das schon. Du kennst mich ja noch nicht so gut. Aber ich bin ein Profi, was... Ja, genau. Aha. Zuerst muss ich die drei Teilaufgaben rausfinden. Es gibt immer drei Teilaufgaben. Ach so, immer. Das, wie du meinst. Ja. Hier können wir das Magazin jetzt schon mal nehmen. Die aktuelle Ausgabe der Herz. Ach, jetzt können wir es nehmen. Na, wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? Fleischmützen gerade der letzte Schrei. Dann wollen wir haben doch jetzt einen Bratwurstchip.
Können wir den an den Wurstbot verwenden? Ich hätte dann gerne nämlich eine Bratwurst. Aber vielleicht keine Madenwurst. Das